Heute ein kleiner Tipp bzw. Hack, was Kameras betrifft. Normalerweise zeigen diese nämlich Hochkant-Fotos. Jetzt muss ich mal eins hier raussuchen. Da haben wir eins. Immer mit Fokus, mit dicken schwarzen Balken. So ist das Bild relativ klein und man kann es auch schlecht beurteilen bzw. muss immer ranzoomen. Da gibt es einen kleinen Trick, diese Bilddrehung eben abzustellen. Und zwar in der Regel ist das im Kameramenü. So, dann machen wir das mal hier. Die automatische Drehung stellen wir einfach nur auf Bildschirm, dass es am Bildschirm natürlich noch gedreht wird, das Bild, aber in der Kamera nicht mehr. Und wenn wir uns jetzt das Bild anschauen, zack, ist es groß auf dem Display und wir können es uns auch wesentlich besser anschauen und beurteilen. Übrigens, mehr von diesen Tipps in meinem Buch 70 Insider-Fototipps. Den Link zum Buch gibt's in der Videobeschreibung.